Heute wird's herbstlich und zwar hat DM eine komplette Herbstkollektion rausgebracht, also an super vielen Snacks, Gerichten, 1000 Pumpkin-Produkte, Maronen, gebrannte Mandeln und ich habe einmal die kompletten Regale leergeräumt und alles gekauft aus dem neuen Herbst DM 2023 Sortiment. Pumpkin Spice Pancakes, Kürbis Kartoffelpüree und wir fangen jetzt auch direkt an und zwar mit den Pumpkin Spice Pancakes. Ich habe schon lange keine vegane Fertigmischung mehr verwendet für Pancakes, deswegen hoffe ich, dass die wirklich ballert. Und dazu, so statt Ahornsirup, nehmen wir den Pumpkin Spice Agavensirup. Es gab den hier auch noch in Zimt und Vanille, aber ich will jetzt mal direkt an ihm hier riechen, ob der wirklich nach Pumpkin riecht. Der schmeckt auch wirklich so nach Kürbis und nicht so, nicht nach diesem künstlichen Starbucks Pumpkin Spice, wisst ihr, sondern wirklich nach Kürbis. Und ich finde wirklich, die Herbstzeit ist allgemein die beste. Herbst und Frühling sind meine Lieblingsjahreszeiten und vor allem so dieser ganze cozy Zimt, Pumpkin. Da bin ich dabei. Ich habe sogar noch von letztem Jahr irgendwo Kürbispüree gebunkert, weil das war in den letzten Jahren immer so oft ausverkauft. Riecht ein bisschen nach Kürbis, aber jetzt nicht so mega intensiv. Ist auf jeden Fall auch nur eine sehr kleine Menge, ne? Also nicht so viel. Ich werde irgendwie immer dafür ausgelacht, dass ich mir mal in Dänemark so eine Pancake-Pfanne gekauft habe. So, als ob das jetzt so jeden Tag vorkommt, dass hier irgendwer steht und mich auslacht deswegen. Aber ich liebe diese Pfanne und jetzt kommt sie zum Einsatz. Von einem wahren Pancake-Meister habe ich mal gelernt, wenn es oben so Bläschen hat. Sorry an Leute mit so Lochphobie, dann ist jetzt gerade kurz weggucken. Dann kann man sie wenden. Das riecht wirklich nicht wie regulärer Pancake, sondern so sehr... Riecht das nach Pumpkin? Es riecht herbstlich. So irgendwas ist denn da noch drin? Kürbisflocken. Die sind's. Es riecht sehr wohlig herbstlich. Also in der Handhabung und wie man die zubereitet, das war so einfach. Das ging richtig schnell. Ich habe insgesamt 6 Stück bekommen. Ich habe die mal zur Seite gelegt, weil ich wollte die auch mal ohne den Sirup probieren. Cheers. Ich finde die wirklich gut. Also die versprechen Pumpkin Pancakes und sie schmecken auch so. Und so ein bisschen nach Spekulatius. Auch mit dem süßen Agavendicksaft drüber. Die Konsistenz von den Pancakes ist mega geil. Zubereitung voll einfach. Es kommt jetzt nicht so viel raus. Es sind so 6 Pancakes. Ich probiere die nochmal so. Die Pancakes so schmecken auch nach diesem Pumpkin-Kürbis. Aber natürlich mit dem Agavendicksaft dazu ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also das ist so richtig intensiv und auch süß und ich mag sowas sehr gerne. Die Pancakes kriegen von mir eine 9 von 10. Und der dazu ist halt auch sehr geil. Der kriegt von mir auch eine 9 von 10. Also wenn man wirklich so einen süßen Sirup mit ein bisschen Pumpkin-Flavor haben will, der aber so ein bisschen natürlicher schmeckt als das von Starbucks oder so. Wir bleiben direkt im süßen Segment und zeige ich das Cookie Dough in vegan zum Anrühren. Also der ist auch wirklich dafür gedacht, dass man den so isst. Also ist halt jetzt auch wieder eine Süßigkeit, ne? Müsst ihr jetzt die Leute, die das nicht mögen, macht die Augen zu. Ich freue mich drauf. Es muss auch Lebensmittel geben, die keinen krassen so Nutzen haben, so von den Nährwerten, sondern die einfach glücklich machen. Und ich finde, das Produkt sieht sehr stark danach aus. Das stand bei mir in dieser Abteilung Herbst, Winter. Es hat irgendwie ein anderes Branding als der Rest, deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich neu ist. Wie mische ich denn das an? Margarine und Haferdrink. Habe ich Margarine? Also ich glaube, ich habe gar keine Margarine da. Dann nehme ich einfach Öl. So sieht das aus. Das ist halt wirklich eine Mini-Portion. Ich glaube, das hat jetzt auch gut funktioniert mit dem Öl. Also sieht sehr keksteigig aus. Da stand auch, man kann das, wenn man möchte, auch in den Ofen tun. Aber dann hat man ja so ein, nur so ein Muffin. Also für eine Süßigkeit schmeckt das sehr gesund. Taschkasch, Trapp, Trapp und Trampolin? Nee, diese Schokostückchen sind ganz lecker. Das ist auch so sehr, so, als ob da so Sand drin ist. Wahrscheinlich ist es Salz oder Zucker halt, aber vielleicht muss man das länger stehen lassen. Der ist so richtig
wie so Sand fühlt sich das an. Und das schmeckt nicht wirklich nach Keksteig. So diese Schokostückchen da drin geben so einen Hauch von Keksteig rein, so die Idee. Aber dann wird es direkt irgendwie so voll mehlig, staubig, kratzig. Also nur schrecklich. Ich gebe dem 3 von 10, Linda. Als nächstes haben wir zwei Weihnachtsklassiker. Und zwar einmal eine gebrannte Nussmischung. Das ist, glaube ich, ein Teil der Herbstkollektion. Und gebrannte Mandeln. Die gehören dann safe in den Winter. Oh, da sind auch wirklich nur Mandeln drin und Rübenzucker oder Zucker. Die haben auch so einen Hauch von dem Weihnachtsmarktgeschmack. Sind lecker, aber es ist halt nicht das gleiche, ne, wie auf dem Weihnachtsmarkt. Kann man die in die Mikrowelle tun? Ich gebe den 6 von 10. Ich finde die lecker, aber nicht so überragend. Und dann gibt es hier das Ganze nochmal als Nussmischung mit Cashews, Haselnüssen, Mandeln. Dann will ich jetzt hier mal so eine Cashew probieren. Das mochte ich ja gar nicht. Das ist eine Haselnuss. Die Cashews finde ich komisch. Die Haselnüsse sind geil irgendwie. Ein bisschen Nutella irgendwie. Die mag ich. Dann kriegen die hier 5 von 10. Jetzt gibt es nochmal was Herzhaftes. Und zwar Herbstnudeln. Guck mal, wie schön. Die sehen aus wie so Blätter. Ein bisschen eklig irgendwie auch, als ob das wirklich so Blätter sind von der Straße. Und Kürbispesto. Das Pesto hatte Etienne hier auch schon. Der hat das auch schon aufgegessen. Er mochte das gerne. Ich habe es noch nicht probiert. Das riecht auch ein bisschen nach Curry. Kürbis, Olivenöl, Paprika, Karotten, Zitronensaft, Curry. Zutatenliste ist auch sehr kurz. Boah, das riecht echt gut. Hier sind jetzt meine kleinen Blätter-Herbstnudeln. Die Form ist sehr interessant. Bisschen wie kleine Maden. Wie so Blätter, aber nicht so Blätter, die bei uns hier im deutschen Wald sind. Försterei. Die Nudelform fühlt sich voll geil im Mund an. Du spürst richtig so, dass diese Blätter außen so dicker sind, wie als ob da diese Adern drin sind. Heißt das nicht bei Pflanzen so? Ich mag die Nudelform. Die ist so ein bisschen aufregend im Mund. Das ist noch was Neues. Und es ist nicht nur wie so ein kleiner Lappen oder so, sondern wirklich hat Textur und Grip. Das Pesto schmeckt auch gut, aber ich mache mir noch mal ein bisschen mehr rein. Ich finde das Pesto echt klasse, aber mir ein bisschen zu unwürzig. Zu wenig Salz, zu wenig Schärfe. Das Pesto ist mir ein bisschen zu fad. Den Geschmack, den es hat, der ist toll, aber halt nicht so intensiv. Deswegen gebe ich dem 7 von 10. Weil der Geschmack ist wirklich, wirklich toll. Aber für mich ein bisschen zu sanft. Das kann schon ein bisschen mehr Wumms haben. Ich rede heute so komisch. Und die Nudeln kriegen 9 von 10. Und sie kriegen nicht 10 von 10, weil es sind, glaube ich, keine Vollkorn. Und eigentlich, und da achte ich schon drauf, dass ich immer nur Vollkornnudeln mir hole. Mann, ich bin so blöd. Ich habe mir extra diese Streudeko gekauft. Das wollte ich auf die Pancakes geben. Aber ich fand, das sah so schön aus. Weil die Farben sind so erdig. Das gab es auf jeden Fall auch noch. Vergessen. Jetzt haben wir etwas, womit ich gar keine Berührungspunkte habe. Und zwar gegarte Maronen. Beziehungsweise, die sind so richtig weich da drin. Voll. Bah, sind die verschimmelt? Ich muss das mal kurz Etienne zeigen, der kennt sich mit sowas aus. Ja, was sind die verschimmelt? Ich hab Angst. Kannst du mal da riechen? Ich weiß ja nicht, wie Maronen riechen. Die stinken so hart. Kannst du bitte einfach mal riechen? Riech mal. Echt? Also Etienne meint, das muss so riechen. Das riecht wirklich so nach Katzenfutter. Ich finde, die sehen doch auch schon so pelzig aus. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich weiß, es ist ein Lebensmittel, aber damit kann was nicht stimmen. Warte, ich gebe das mal kurz Etienne und er soll das probieren. Du meinst ja, die sind nicht verschimmelt. Kannst du eine probieren und mir sagen, wie die schmecken? Ich mag die richtig gerne. Wie viel Linders würdest du geben? 9 von 10. Okay. Er ist voll geil. Weil die gibt es ja auch so auf dem Weihnachtsmarkt. Da sind die an so einer Schale und das ist richtig doof, die zu essen. Also, Etienne, schmecken sie sehr gut. Für mich ist das nix. Was aber bestimmt wieder was für mich ist, sind Kastanien-Dinkelkekse. Sind da auch Kastanien drin? Kastanienmehl. Da riecht den Keks. Sieht aus wie so ein Keks, den man bei einer Oma bekommt und die so richtig trocken sind, ne?
Ja, das sind so Tee-Kaffee-Kekse, wisst ihr? Die Kastanie schmecke ich jetzt nicht. Weiß auch gar nicht, wie Kastanien schmecken. Sind okay. Die schmecken auch so leicht butterig, das finde ich ganz gut. 5 von 10 ist halt so ein Durchschnittskeks, ich weiß nicht. Ist jetzt kein Keks, wo ich so sage, grenzt zu DM. Außerdem gibt es noch ein Apfel-Feige-Mandel-Porridge. Den werde ich morgen früh mal probieren. Beziehungsweise, ich glaube, ich gebe das Etienne, weil ich esse keinen so Porridge, ist nicht so meins. Aber ich fand, das sah cool aus. Hier sind Korinthen drin. Was sind denn Korinthen? Ich dachte, Korinthen... Ich blende euch das auf jeden Fall jetzt mal ein. In der Zeit google ich, was Korinthen sind. Oh, ich hasse das, wenn man das mit dem Löffel machen muss. Das ist voll wenig, 4 Esslöffel. Wer isst denn so wenig? Da war ich aber auch zu viel Milch gemacht. Die Suppe. So ist man das. Korinthenkacke. Das sind Rosinen oder was? Sie sieht aus wie so Rosinen oder so Hasenkacke. Tassenkuchen scheint DM auch sehr zu lieben. Deswegen habe ich hier einmal einen Pumpkin Spice Tassenkuchen und einen Apfel-Zimt Tassenkuchen. Das hier ist jetzt der Pumpkin-Kuchen und hier der mit dem Apfel. Zeugs, das sind tatsächlich so Stückchen, ich glaube so Apfelstücke oder so da drin. Sieht ein bisschen aus wie... Du kleine Maus, kommst du? Er ist voll groß geworden. Meine Küchleins sind fertig. Ich habe jetzt hier einmal den Pumpkin-Kuchen, den probiere ich auch als erstes. Ist halt so typischer Tassenkuchen-Schwamm. Es riecht aber schon wieder sehr... Spekulatius, Pumpkin. It is so bad, I want to give you a 0. But that's not possible. So I give you a 1. Also schmeckt jetzt nicht schon so Spekulatius-mäßig wieder. Sehr, sehr schwammig. Ich meine, es kommt aus der Mikrowelle, aber wobbly, schwabbly, schwubbly. Das bereitet mir keine Freude. Ich gehe jetzt nochmal in den hier rein. Er ist nicht ganz so schwammig. Ich finde, der hat ein bisschen mehr was so von Kuchen. Da sind sehr viele Apfelstückchen drin. Das finde ich sehr cool. Nee. Die Apfelstückchen sind gut. Der Kürbis kriegt 4 von 10. Und der hier 2. Der mit Apfel. Was wäre ein DM-Video ohne ordentlich viele Aufstriche? Ich habe 3 neue gefunden. Als erstes Kürbis-Karotte. Wie viele Kürbisprodukte gibt es? Ich finde es toll, aber es ist sehr erstaunlich. Hauptzutat Kichererbsen, Kürbis, Karotte. Ja, pff. Was kannst du? So hätte das Pesto riechen sollen. Das ist auch so sehr... Oh, Curry? Ist da Curry? Curry, Kreuzkümmel? Kreuzkümmel. So Konsistenz von diesen Aufstrichen, das kennen wir ja. Cheers. Oh, der ist lecker. Schmeckt sehr stark nach Kreuzkümmel. Das muss man mögen. Ich finde es ultra geil. Ist jetzt irgendwie vom Geschmack nichts krass Neues. Ich finde, so viele von diesen Aufstrichen haben so eine ähnliche Gewürzmischung. Aber ich finde schon, dass der Kreuzkümmel hier richtig doll rauskommt. Und das finde ich richtig geil. Koriander, 8 von 10 Lindas. Dann haben wir noch etwas, wovon ich jetzt schon wieder mich hinterfrage, warum ich das überhaupt gekauft habe. Rote Beete Walnuss. Ich mag nicht so gerne rote Beete und Walnüsse auch nicht. Walnüsse erinnern mich immer so an Eichhörnchen-Gehirn, ne? Nee, rote Beete. Das bekommt Etienne. Das hat mich an meine Oma erinnert. Rest in peace. Und zwar hat sie immer auch Quittenmarmelade gemacht. Quittengelee extra. Das hat mich an meine Oma erinnert. Es gab da immer sehr viel selbstgemachte Produkte aus ihrer eigenen Manufaktur. Aus Quitten. Oh, ist halt jetzt ein kompletter Kontrast, ist halt so sehr zuckrig und so bla bla bla. Cheers. Oh, und das liebe ich. Oh nee, aber das schmeckt toll. Ich liebe so Quitten und ich esse sowas voll selten. 10 von 10. Ich finde das richtig lecker. Einen Riegel habe ich auch noch entdeckt. Und zwar Hafer-Apfelriegel. Den werde ich aber jetzt irgendwie nicht öffnen. Ich habe gerade gar keinen Hunger auf so einen Riegel. Aber damit ihr auch mal gesehen habt, dass es das auch gibt. Das werde ich aber öffnen, und zwar diese Bliss Balls. Die bestehen zur Hälfte aus Datteln und 16% Cashewkernen. Und die sollen nach Lebkuchen schmecken. Oh, das schmeckt voll lecker. Wie ein richtig weicher Lebkuchen. Aber so ein bisschen vollmundiger durch die Cashews. Ich gehe eben einmal auf alles ab, wo Cashew drin ist. Da ist auch so eine Füllung drin. Ding 7 von 10. Ich habe jetzt mittlerweile abends, also ich filme die Videos immer über den ganzen Tag und wenn es noch mehr Sachen sind, über mehrere Tage. Und ich habe mir was zusammengestellt. Und zwar gibt es Kartoffel-Kürbispüree. Dann habe ich noch
Ach, schon wieder rot. Diese rote Beete-Bratlinge geholt. Ja, ich mag rote Beete nicht so gerne, aber hier sind nur 9% rote Beete drin. Und wenn das so ein bisschen für die Farbe und so da ist, so ein bisschen, geht das meistens ja unter. Und zum Garnieren nehme ich diese würzigen Kürbiskerne. Das sind Kürbiskerne mit Tamari, also Sojasauce, Salz. Und so auf die Seite mache ich noch dieses Kürbis-Birnen-Chutney. Ich finde, der Kürbiskartoffelbrei sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich habe das Gefühl, die sind halt noch ultra weich, aber ich habe die jetzt schon so lange in der Pfanne gehabt. Oh. Diese rote Beete-Patties fand ich mit dem Chutney voll gut zusammen. Also ich finde, das hat voll gut zusammen geschmeckt. Ich würde den Patties 7 von 10 geben, weil es ist jetzt auch nichts, was ich mir nochmal kaufen würde. Also ich mag das nicht, wenn es so stark, also so sehr weich ist von der Textur. Also ich brauche da so ein bisschen mehr Biss. Und das Chutney ist auch so sehr, sehr so fruchtig, richtig gut gewürzt. Den gebe ich auch eine 7 von 10. Und dieser Brei, da bin ich ehrlich, ich finde, der schmeckt ein bisschen muffig. Also es ist so, schmeckt jetzt nicht so klassisches Kartoffelpüree. Würde ich da bevorzugen. Kriegt 4 von 10. Wenn ihr Produkte kennt aus dieser Herbstkollektion, schreibt mir gerne eure Bewertung in die Kommentare oder was für euch gut ist oder was nicht so gut schmeckt. Da waren einige coole Sachen bei. Teilweise aber auch richtige Flops, aber ist ja immer so, es kann einem nicht alles schmecken. Aber vielleicht habt ihr jetzt so einen kleinen ersten Eindruck bekommen, was es gerade aktuell bei DM gibt. Ich lege mich jetzt hin. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.